Fenster. Hopp hier. So, wir sind heute Morgen 6 Uhr auf dem Hof von Dominik Hanuschke. Und das ist ein riesiger Hof hier im Sauerland. Und jetzt müssen erstmal 130 Kühe insgesamt in den Melkstand getrieben werden. Und mein Name ist Shadia Hamadi und ich bin WDR-Reporterin und habe echt ein Herz für die Landwirtschaft. Aber das ist jetzt wirklich so eine Geschichte, auf die bin ich besonders gespannt, weil Dominik Hanuschke ist halt jemand, der hat weder geerbt noch sonst was. Er hat sich das hier richtig knallhart erarbeitet und hat einen Hof übernommen. Ziehe ich immer am ersten Durchgang, ziehe ich einfach immer die Kacke raus hier, ne? Jo. Ah, die Kacke muss runter. Dominik, du hast ja diesen Hof hier übernommen vor einiger Zeit, ne? Ist das irgendwie deins? Ja, also Landwirtschaft auf jeden Fall und der Betrieb, ja gut, wenn du eine Summe X überweist, dann ist das auch deins. Der Dominik, der ist erst 29 Jahre alt und der hat insgesamt 2 Millionen Euro für diesen ganzen Kotten hier auf den Tisch gelegt. Ja, und wie er das macht und wie er den ganzen Tag hier überhaupt bewältigt, das gucken wir uns heute mal an. Ich glaube, er hat das so in der DNA, weil anders geht es wahrscheinlich nicht, ne? Ja, also wenn ich das jetzt mal und Papa sagen würde, die würden was anders sagen, aber die wollten, dass ich Frauenarzt oder sonstiges werde, aber ja. Du bist ja fast. Ja. Ich bin echt gespannt, was uns heute hier alles so erwartet. Also ich glaube, das wird lustig. Ja. Macht ihr eben das Tor da oben zu? Ja. Der Dominik ist jetzt gerade am Handy gewesen, ist sofort losgerannt und offensichtlich ist das, was ich vorhin sagte, der Tag steckt voller Überraschung, was jetzt ist. Ich hoffe, es ist jetzt kein Notfall, aber er ist irgendwie sofort weg gewesen. Dominik? Ist das bei euch auf dem Hof auch immer so? Irgendwas ist immer, Telefon klingelt, der Plan ändert sich komplett. Schreibt gerne mal in die Kommentare, was so eure Erlebnisse sind auf euren Höfen. Dominik! Wie ist der denn? Der ist verschollen. LKW läuft. Oh nein, die Scheibe ist kaputt gegangen. Ja, das sind natürlich so Geschichten, die brauchst du morgens um kurz nach 6 eher nicht, ne? Das heißt, er wollte das Stroh abladen, aber stapeln, dann ist das Strohballen runtergeknallt und dann hier in die Scheibe. Oh nein, das ist jetzt ja alles Fratze, ne? Aber wenn jetzt solche unvorhergesehenen Sachen passieren, ist das dann jedes Mal wie an so einem Spielautomaten, dass du denkst, kling, 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 Kohle wieder weg? Ja, schon, ja. Also irgendwie muss das ja erstmal wieder bezahlt werden, ne? Ist das jetzt ein Versicherungsschaden? Tja, oder? Soweit habe ich noch nicht gedacht, aber ich hoffe doch, ja. Wie spät haben wir es? Weiß ich nicht, 7:30. Seit 4 Jahren ist das jetzt hier alles deins, ne? Ja. Wie hat das denn alles angefangen? Ganze Gedöne? Ja, das ganze Gedöne. Angefangen hat das schon früh. Von der Schule gab es damals so einen Tag auf dem Bauernhof. Hm. Hat Spaß gemacht. Ja, ich habe mich ganz am Anfang, sollte ich Kühe mit von der Weide holen, die waren so groß wie die da unten, die Rinder. Ja. Habe ich unter einen Trecker versteckt. Und dann habe ich alle ganz groß angeguckt, so nach dem Motto, was ist mit dir? Jetzt komm unter den Trecker weg. Nee, sage ich, ich fühle mich hier sicher. Das ist schon ganz gut so. Ja, aber wie willst du uns helfen, wenn du dich immer versteckst vor Kühen? Ja, wie gesagt, das kommt dann schon noch. Und dann irgendwann habe ich dann so gesagt, ach, ein eigener Hof, das hätte auch was. Dann habe ich erst noch so ein Fachschuljahr gemacht, das musst du so, das oder heißt, so ein Praktikumsjahr. Du hast aktiv auch einen Hof gesucht, also ja, quasi ja, ja. Bauersuchhof. Ja, genau. Meine Kälbchen geputzt. Oh. Man hat so den Impuls, man will so helfen, was natürlich totaler Quatsch ist, weil die sind ja Profikühe. Ich meine, es ist ja auch ein total intimer Moment für so ein Tier natürlich auch, ne? Oh, ich glaube, es geht weiter. Jetzt legt sie sich hin. Das ist jetzt die Blase? Ja, das ist die Fruchtblase. Sie geht immer voran und macht die Geburtswege sauber und weitet die ein bisschen dann schon mal. Mhm. Und dann kommen die Füße und dann alles andere, was zum Kalb gehört. Und dann kommt die Nachgeburt. Nein, nein, da greifen wir mal nicht ein. Vor allem, ich bin euch dann mal für eine Stunde los, das ist auch immer alles gut. Ja. Und wenn was ist, dann müsst ihr euch melden. Hier dauert es noch ein Weilchen. Und wie es weitergeht, das erfahrt ihr gleich.
Sag mal, Dominik, bei der Hofübernahme, die du ja hinter dir hast, ne? Ja. Lief das alles so reibungslos? Nein. Oh, du guckst schon so kritisch. Was heißt das? Ja, es geht um Geld, ne? Und meistens, wenn es um Geld geht, wird es immer schwierig. Welcher Summe sprechen wir denn jetzt? Weil insgesamt haben wir ja schon jetzt gehört, ja, ich musste ja die Verpflichtung übernehmen, ja, von 1,2 Millionen. Ja. Und dann den Rest bis 2 Millionen kannst du ja dann ausrechnen. Mit 800.000 Euro. Ja. Also die Bank, das muss man vielleicht auch mal dazu sagen, die hat deshalb gesagt, wir stellen den Kredit nicht zur Verfügung in der Höhe, weil sie sagen, war auch im Nachgang richtig. Wenn was kaputt geht oder was benötigt wird, ja, dann fehlt dann nach hinten raus auch irgendwann mal ein bisschen die Luft, um das zu tun. Okay. Wir haben es ja hingekriegt. Ist ja alles gut gegangen. Aber das war, ich sag mal so, das stand schon auf der Kippe. Ja. Da an der Stelle, weil der Altenthalers nicht einsah, von seiner Summe runterzugehen, erst nicht. Und die Bank auf gar keinen Fall gesagt hat, wir tun da jetzt das Geld drauf. Das ist ja wirklich sowas Individuelles, ne? Man kann ja keine Pauschallösung dafür finden, ne? Wie es am besten funktioniert mit der Nachfolge oder Übernahme. Also Zahlen offenlegen, korrekt sein, nicht nochmal nebenbei irgendwie. Also diese normalen menschlichen Züge müssten schon da sein, ne? Ja. Also dass man sich mit dem Steuerberater, also dass der abgibt, auch wirklich nicht nur sagt, er gibt eine ab, die kennt man ja auch, sondern dass er dann auch wirklich alles auf den Tisch legt und dass er das dann auch so sagt. Aber auch da muss man auch fit sein, dass man das versteht, was die einem da sagen. Das warst du denn da fit genug für damals? Ach, nein, also ich kann jetzt lügen, kann sagen, natürlich, ja, verstanden, mit 23 wusste ich ganz genau, wovon die geredet haben. Cashflow 1, Cashflow 2, Gewinnanteil, Kapitalveränderung von dann bis dann, klar, nein, natürlich nicht. Aber jetzt schon? Ja, jetzt schon. Das ist ja mein Laden, ja? Ja. Ja, so eine Hofübernahme ist natürlich ein total individueller Prozess. Und wenn man da Hilfe braucht, dann ist die Landwirtschaftskammer NRW auf jeden Fall ein Ansprechpartner. Oder was Dominik ja auch gerade sagte, was total wichtig ist, dass man halt einen vorausschauend und gut denkenden Bankberater hat. Dann gibt es natürlich auch noch landwirtschaftliche Unternehmensberater. Die kosten natürlich dann auch wieder. Aber ich glaube, man muss sich einfach wirklich so individuell da so ein bisschen durchfummeln, kann man vielleicht sogar sagen, um da für sich so den richtigen Weg rauszufinden. Jetzt hat Dominik Besuch von Rainer Hahn und Rainer Hahn ist von der Landwirtschaftskammer NRW und ist der Berater von Dominik seit ein paar Jahren und die beiden haben sich kennengelernt in Olpe bei einer Tiershow. Hallihallo. Hallo. Wie ist es? Gut. Ja, schön. Jetzt hast du wieder, ja, wir kennen uns ja schon, Dominik. Jetzt hast du hier deinen Berater, den Rainer Hahn von der Landwirtschaftskammer. Die Indikatoren jetzt bei dieser Hofübernahme für dich, was hast du gesagt, okay, das kann gut klappen. Dieser Hof, der ist der richtige für den Dominik. Also erstmal hat er die Grundvoraussetzungen, dass er, sagen wir mal, mit Vollblut Landwirt ist und zum anderen so den Q-Tick hat. Das finde ich immer wichtig. Man muss so ein bisschen Q-Spiel haben. Genau. Ja. Und das war es eigentlich. Und das war hier ein Standort, ein Betrieb, der keinen Nachfolger hatte. Der suchte eine außerfamiliäre Lösung. Mhm. Ja, und da habe ich gedacht, das könnte was sein. Außerfamiliär, ein Externer, ein Fremder. Und den müssen wir zusammenbringen mit dem Landwirt hier. Ja. Und das hat geklappt. Die haben sich auch gesehen, so wie wir beiden. Ja, und dann hat das im Grunde sofort auch bei denen gefunkt. Ach, guck mal. Hallo. Joanna. Ich wollte mal eben euch den Hannes bringen. Ja, gib her. Du fährst jetzt los. Ich bin los, ja. Wasser, Essen? Alles klar. Wie viel essen? Genug essen. Gut, das ist wichtig. Okay. Pampers ist gewechselt? Ja. Gut. Klassische Frage. Okay. Bis später, Joanna. Tschüss. Ja, wie machst du das jetzt? Also Betrieb, Kühe und jetzt noch den kleinen Hannes mittendrin? Ja, muss halt alles irgendwie gehen. Ja, hast du ja heute nicht. Wir gucken, ob die Kühe jetzt hier gleich auf die Wiese kommen können. Aber dafür müssen noch so ein bisschen Flatterband muss noch verteilt werden. Aber nicht so viel auf einmal. Nicht so, dass du dich verschluckst, okay? Hast jetzt viel im Mund? Hast du immer so vor Augen, was du im Monat erstmal bezahlen musst, damit die ganze Kiste hier läuft? Ja, das habe ich. Das muss ich wissen. Ja. Weil wenn ich irgendwas Neues mache oder machen möchte. Ja. Muss ich ja wissen, ob ich das Geld dafür habe. Wie viel ist es denn noch? Von den ursprünglichen 2 Millionen? Ja. 1,5 jetzt noch. Ja. Ungefähr. Ja.
Das ist ja eigentlich plus, schon, minus. Das ist ja eigentlich schon echt, da bist du ja schon weit gekommen in der kurzen Zeit. Ja, wir haben dich ein Jahr ausgelassen. Sag mal, Rainer, wie läuft das denn mit dieser Hofübernahme, als ihr das jetzt gemacht habt? Wie sieht denn so eine Beratung in Real dann aus? Ja, schon sehr vielfältig. Also es geht erstmal los, eine Bestandsaufnahme zu machen von dem Objekt, was man erwirbt. Im Grunde alle Faktoren werden erstmal bewertet. Fängt beim Tierbewertung an, bei der Maschinenbewertung, Gebäudebewertung. Du bist immer dabei. Genau. Wie viel Sicherheit gibt der Rainer dir? Das war schon in vielen Sachen hilfreich, dass man dann weiß, was man dann da zu machen hat. Auch wenn man einfach mal eine Frage hat und man kann ihn anrufen, also auch privat mal anrufen und sagen, hör mal, ich habe jetzt das und das Problem. Damals hatten wir eine Krankheit zum Beispiel auch im Stall und ich wusste da überhaupt nicht mehr weiter. Und dann hat er mir da total geholfen. Und das sind so Sachen, die sind ja total wichtig. Das bringt ja mir auch der Banker nichts, sag ich mal. Das ist dem ja dann auch egal. Geil, das kommt jetzt, es kommt. Ah, der Kopf ist da. Es blinzelt. Pressen. Oh, ist das schön. Schreibt gerne mal in die Kommentare, wie ihr die Geburten auf euren Höfen erlebt. Ob jetzt eben bei Kühen oder bei Schweinen oder bei anderen Tieren. Das würde mich echt interessieren. Oh, stopp. Oh Gott, das ist jetzt ein bisschen kitschig, was ich hier mache. Aber ich habe immer gedacht, da ist es. Guck mal, ist das schön. Das ist so faszinierend, wenn das Leben auf die Erde kommt. Und ich habe vor diesen Tieren, die auf den Höfen einfach eben auch mit für die Existenzen ja auch von Landwirtinnen und Landwirten sorgen, ich echt meinen allerhöchsten Respekt wirklich. Das ist so faszinierend. Ja, wunderschönen guten Tag. Hallo. Aufstehen, alle Mann. Ist alles gut? Ja. Oh, wie nennen wir sie denn? Ich muss mit C anfangen. Ah, komisch, dass sie Shadia heißt und Shadia auch noch mit C geschrieben wird. Was für ein Zufall, Dominik. Ja, müssen wir schon so nennen. Ja, sie heißt Shadia, ich werde irre. Wirklich? Ja, sicher, kann man machen. Oh, ist das schön. Ja, ein langer Weg bis hierhin und ich glaube, der Weg von Dominik ist auch noch lange, lange nicht zu Ende. Dominik, der Hofnachfolger, würdest du das jedes Mal wieder so machen? Würde ich jedes Mal wieder so machen. Wenn an so einem Tag wie heute, wenn die Sonne scheint und wir sehen, dass die Kühe hier am Grasen sind und alle sind entspannt, dann war das keine falsche Entscheidung. Ja. Ja, das hört sich gut an. Ja, und mein Fazit ist so ein bisschen, du brauchst wirklich Humor, hat er ja auch immer wieder betont, um halt auch eben Sachen irgendwie anzunehmen, die zwischendurch und spontan passieren können. Weil du kannst den Tag zwar planen auf so einem Hof, aber irgendwie kommt es doch immer anders, als man denkt. Die kommt von hinten. Mann, du. Wenn euch jetzt das Video gefallen hat, dann freuen wir uns natürlich auf eure Kommentare und auf eure Likes. Und hier unten findet ihr noch weitere spannende Hofgeschichten von uns. Und ja, ich sag mal viel Spaß und auf Wiedersehen. Die haben aber noch ein bisschen Auseinandersetzung, ne?